Na gut, liebe Leute. Das geht nicht länger. Ich muss mir meine Barten stutzen. Kamera putzen. Ach, Kamera putzen. Kamera putzen und Barten stutzen. Bibi. Haha. Bibi. Gute Mockerhand. Da sind wir wieder, Tatar. Le Tatar. Oh, Hilfe. Voll auf die Brötchen aufgesetzt. Und die haben weh getan, also sind sie hart. Paul Behrendt, Preisvorschlag. Ja, aber den will er ja nicht. Er hat schon geschrieben, dass er es gerne zurücknehmen würde. Für 300 will er den nicht? Den kriegt er ja auch nicht für 300. Ablehnen. Ja, gerne. Kannst du mir ja zurückschreiben, für 300 hätte ich das eh nicht angenommen. Das ist so blöde, die Leute. Jetzt kriegt er Panik, jetzt müsste man eigentlich aus Protest verkaufen. Nee, auf keinen Fall verkaufe ich das für 300, ich kann mehr bezahlen. Ja, ich meine nur so. Ich schreibe ihm einfach. Ist eh zu wenig. Sich alle einigen 300 Euro. Warum sollte ich das Gebot auch annehmen? Ja, sehr wahr gesprochen. Gerne. Unglaublich, Bild für 900 Euro drin. Was für 750 bei Leo Spiek angeboten wurde. Limit. Plus Aufheld, 900. Hab's für 900 drin und mir bietet einer 300 und schreibt dann kurz danach. Bitte ablehnen, weil ich habe jetzt Angst vor den Versandkosten. Die kommen noch dazu. Wird das für 300 nie verkaufen? Im Leben nicht. Wie kommen die darauf? Total bescheuert. Preisvorschlag. Ablehnen. Sie haben den Preisvorschlag abgelehnt. Waren sie fast nur ein schlechtes Gewissen dabei bei eBay. So, warum haben wir denn jetzt kein Geld verdient daran? Weil sie bei eBay nur noch Schnapsnasen rumtreiben, habe ich den Eindruck. Ey, irgendwelche Hobby. Ach, was ist, kann man ja nicht beschreiben. Was ist denn mit bei eBay? Ach, kann man sich das aussuchen oder was heutzutage? Nee. Nee, siehst du? Ach, was ist denn das? Kandellen drin hauen. Ey, frag doch mal nach frischem Brötchen. Ich habe keine anderen. Was ich doch. Das ist das ätzend, ey. Wer verkauft denn sowas? Was der Bäcker, ne? Bäckerstraße. Ja, musste. Nicht immer nur jeden Tag sagen, dass er das machen muss, sondern auch mal machen. Morgens müssen wir hier kuscheln, ne? Darf ich noch einen Stein haben? Ich muss mal nicht einfach die Pflastersteine einsammeln. Auf dem Weg zum Dieter. So, los geht's halt. Erstmal der Müll. So viel habe. Linke Seite, Pedal kaputt. Linke Seite, Pedal kaputt. Ey, rechts ohne Ende, links gibt's ja nicht. Was ist denn da los? Der ist gerade langweilig.
Ich weiß, aber. Zack. Mensch, die Originalpedale sind aber nicht mit Fett eingeschraubt. Total rostig alles. So ab Werk sind sie offensichtlich nicht mit Fett eingedreht. Muss natürlich einmal drüber fetten. Finito. Einmal noch checken. Licht vorne, Licht hinten. Läuft bei mir. Licht lassen wir mal gleich an. Einmal spannen, machen wir auch gleich. Wenn ich schon mal dabei bin, kann ich auch gleich die Kette spannen. Dreigang Nexus, Kette spannen, ja, simpel. Man nimmt die Kaltbox runter, man löst die Achsmutter ein wenig an. Auf der rechten Seite, dann drückt man auf der linken Seite etwas gegen die Felge und zieht die Achsmutter wieder fest. Da das Rad sich jetzt in der Mitte befindet, braucht man diesen Vorgang auf der anderen Seite nicht wiederholen. Steckt die Schaltbox wieder auf. Und zieht diese fest. Warum auch immer der Laufrad jetzt in der Mitte steht. Kette gespannt. Die Laufräder ziehen sich immer so schief. Und das tun sie meist, wenn sich der Lack dann irgendwann löst hier. Ja, diese Lackschicht. Irgendwann ist es soweit, löst sich der Lack. Also man muss halt tatsächlich bei den Rädern ab und zu mal überprüfen, ob die Achsmutter noch fest sind. Weil wenn sich der Lack löst, dann rutschen die so ein Stück schief, rutschen ein Stück nach vorne. Das ist nicht gut. Also Achsmutter checken. Check an Tommy. Achsmuttern checken. Gute Rennräder haben deswegen auf den Ausfallenden keinen Lack. Also, diese Ausfallenden, da der Bereich, wo geklemmt wird, sprich dieser da, dieser hier, genau dieser hier, hat bei guten Rennrädern keinen Lack drauf. Weil Lack kann man nicht klemmen. Der bricht halt unten drunter weg und dann reißt das Rad so nach vorne. Und das ist natürlich verheerend beim Rennrad. Da kann mal was passieren bei so einem Bier, bei so einem Cityrad, scheißegal. Zieht man halt wieder fest in der Süd, dann merkt man, oh, ist schief und nicht wart. Das ist halt nur ein Millimeter, aber es dann rutscht vielleicht oder so, wenn überhaupt, aber. Das eben auch erst nach einem Jahr. Immerhin. So lange hält's. Nicht nach Zigarette. Gut, es ist Montag, es ist kalt, ist noch keiner da, ich räume. Und zwar baue ich jetzt diese Pult hier wieder um, wieder zurück, weil das habe ich aufgebaut und zum Wegbewegen gemacht, aber das bricht mir hier zusammen, das ist scheiße, also die Räder brechen ab und das ist nichts, das geht so nicht. Gut, liebe Leute. So, jetzt werde ich mal die Kameraposition gleich einrichten hier für den Stream. Der nachher vielleicht anfängt, wenn Dennis nachher kommt und das Zeug bei hat. Ich freue mich schon. Bin schon echt gespannt, ob das funktioniert. Oh Mensch, das wäre ja was. Endlich wieder streamen. Ob das so gut ist, keine Ahnung, aber mich würde es freuen. Dann ist das auch mal wieder. Ja, läuft es halt mal wieder. Jetzt wieder ein bisschen voran oder so. Ist auch mal schön. Na, das lobt einem ja
kein Mensch, wenn man das hinterher erzählt. Aber ich erzähle es trotzdem. Da kamen gerade zwei Türkisch, Arabisch, Ajar, Arabisch. Arabische Mitbürger vorbei und fragten, na, diese Fahrräder, wie viel, was ist das, kaufen oder mieten? Ich sag mieten. Was kostet? Also bis dahin verstehen die ganz gut Deutsch. Ich sage 8 Euro am Tag. Und dann überlegen sie. Und dann sagen sie, ja, 8 Euro kaufen, ich nehme. Ich sage, wie? Guckt er mich an. Na, ist nicht kaufen? Ich sage, für 8 Euro ist natürlich mieten. Ah, mieten. Also zurückbringen. Ja, ja, für 8 Euro musst du das zurückbringen, das war. Das glaubt einem keiner, wenn man es nicht. Also mal diese Live-Situation ist natürlich total unbeschreiblich. Okay. Was denken die Leute denn? Ey, ich meine, für 8 Euro kriegst du auch in Arabien nichts, bin ich der Meinung. Also, hast du kein Rad. Kaufen. Also, ich weiß nicht. So, ich baue meine Stream-Position hier auf, und zwar hier so. Hier. Ich dachte mir, dass das ein guter Ort wäre. Oh, ich habe keine Kabelbinder mehr. Muss ich aufschreiben, Kabelbinder bestellen. Jetzt beginnt der Akt. Sprich, das muss noch dazwischen. So, das wird eure Position sein, durch die ihr mich dann betrachten dürft. Wo quasi dann jeder zugucken kann, ob sein Rad gerade fertig ist oder nicht. Live reingucken kann, was hier in der Werkstatt passiert, ob hier was passiert oder nicht. Abgespeichert wird das nicht, denke ich mal. Also das wird zu viel Datenvolumen. Ist doch ein Wust, den sich hinterher ja keiner mehr anguckt. Also 12 Stunden irgendwie hier, das schaut sich, kein Mensch schaut sich am Ende das Video nochmal an. Also das ist sehr unwahrscheinlich. Sehr, sehr unwahrscheinlich. Wenn man dann irgendwann mal so weit ist, dass man richtig viele Leute hat und man macht so ein Special, so ein 12-Stunden-Schrauben-Special oder so ein Scheiß oder so für einen guten Zweck oder irgend so ein Quatsch, dann werde ich das natürlich drin lassen. Das ist keine Frage und das wird dann auch abgespeichert oder so. Aber hier diese ganz normalen Dinger jeden Tag oder so und auch mal eben 4-5 Stunden mittendrin Langeweile, passiert ja auch, dass ich mal hier ja nicht in dem Raum bin. Dürft ihr nicht vergessen, das ist die Kamera wirklich nur für. Wie so Überwachung, ja, kann man sehen, oh wow, jetzt schraubt er gerade an meinem Rad. Mensch, guck mal, jetzt ist er schon fertig. Dann hängt doch mal rüber, das abholen. So zum Beispiel. Ne? Oder ihr könnt schauen, na, wie ist es denn heute? Lohnt es sich heute mal reinzugucken, den Vlog sich anzugucken oder so? Schaut da kurz zwischendurch mal rein. Ich werde auch nicht großartig kommunizieren können über diese Kamera, weil ich hier unten den Monitor jetzt gerade nicht mehr habe. Das wird dann auch wieder irgendwann kommen, aber im Moment habe ich keinen. Laptop werde ich vielleicht hier unten hinstellen und den Stream mir wieder zurückholen. Muss ich mal schauen. Aber es kostet auch alle Zeit und lenkt ab. Also besser ist natürlich, geiler ist natürlich, ihr kommuniziert vielleicht untereinander. Ja, könnt ihr euch tierisch drüber auslassen, was ich für ein Idiot bin, wie bekloppt ich bin, dass ich das so mache oder das so mache. Oder eben, dass er gut findet. Natürlich auch positiv, ist auch willkommen. Kritik und so, naja, kommt hier leider nicht an, müsste dann irgendwie, muss man dann schauen, den Schnitt werde ich immer noch machen, weiterhin. Habe ich mir so vorgenommen zumindest. Solange ich das schaffe, das zu machen,
und das mich sonst nicht irgendwie weiter beeinträchtigt in meiner Arbeitsleistung etc. Weil das ist schon ganz schön schlauchend, irgendwie nach den 12 Stunden nochmal irgendwie da zu sitzen, 2 Stunden, 2,5 Stunden und so. Und danach nochmal zu schneiden und nochmal zu hochzuladen, den Ton zu bearbeiten, dann nochmal zu produzieren. Und deswegen schauen wir mal. Ich habe gerade noch eine Schreibmaschine auf der Straße gefunden. Eine Schreibmaschine, eine Olympia in klein. Fand ich gut, Farbband fehlt. Aber ist total genial, weil meine Tochter wollte so ein Ding haben und ich habe ja letztens eh nicht gekauft. Das ist ein riesen Brocken, ey. 10 Euro. Teuer sind die ja nicht. Jetzt habe ich ihn hier gefunden, eine Kleine. Olympia. Mal gucken, was noch so da liegt. Wir schauen mal. Mensch, sieht der gut weg. Ich schon gerade heute viel. Frankie Höft. Moin. Ganz kurz aber nur. Ganz kurz. Also gerade einen schönen Arztschrank erhalten, auf der Straße gefunden. Ey, Neukölln ist wirklich geil. Ja, der Standort offensichtlich im Kinderzimmer ist hier gut bemalt, fein bemalt, aber so kann ich meinen Kindern natürlich nicht zur Verfügung stellen, sondern er muss wieder blanko sein. Egal wie, ja. Was, ob meine Kinder oder ob andere Kinder oder ob Verkauf oder nicht. Neukölln ist nett zu einem. Ich probiere mal ganz kurz, das ist mit Wachsmaler, ob ich das damit ganz gut runterkriege, mit der Bürste, wenn nicht, dann mit Schleifpapier oder was auch immer. Den entweder bemalen oder so lassen, einfach Sachen drin, fertig. Hier kommt eine Wand. Gut ist. Vielleicht will noch jemand prüfen und kostet heute 30 Euro. So einfach ist das. Und wir haben einen Auftrag, fantastisch, von einem 12-Jährigen. Super. Den Auftrag darf ich eigentlich ja nicht machen, wa? Wenn mir das kein Erwachsener bestätigt. 12 Jahre, kommt da ran. Einmal bitte Schaltwerk wechseln. In einem anderen Fahrradladen wollen sie über 100 Euro dafür abnehmen. Und, ja, nee. Hat gesagt, musst du mir bestätigen irgendwie. Also, muss ich die Mutti sehen oder Paddy oder so. Jetzt habe ich telefoniert mit denen. Mit Mutti telefoniert. Ja, halt gemacht. Mutti hat es bestätigt. Hat gemeint, ja, korrekt, korrekt. Kann ich nicht einfach so machen. Ja, irgendwie. Hier kommen sie alle an, hier im Babyalter irgendwann. Also nicht gegen ihn, der ist, wirkt sehr geschäftsfähig schon und weiß, was er tut oder so. Aber ja, geht ja nicht. Geht ja trotzdem um Geld. Jugendförderung nennt man das. Oder so, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht. Auf alle Fälle hat er so ein Fatbike, hat er. Kann damit auch nicht gut fahren eigentlich. Ist schon gut durchgerockt. Hat sogar noch nicht damit irgendwie so einen Unfall oder was gehabt. Sprich, das Hinterrad, die Schaltung hier hinten, ist ihm voll in die Speichen drin geräuchert und hat sich total verraspelt. Und geht natürlich nicht. Der Zug muss neu, Schaltung muss neu, das muss gerade gebogen werden, Ausfallende. Also eine Geschichte, das mache ich jetzt. So was wie Streamposition in etwa. Boah, ist das fett. Boah, total abgefahren auch schon. Zack, weg damit. Jetzt müssen wir nur den Zug hier rauskriegen aus diesem grandiosen 6-Speed-Revo-Shifter.
Weil so ein billiges Zeug habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ah, hier drückt man drin. Und da hebt man ab. Ist ja ein Wahnsinn. Geht ja einfacher als gedacht. Dann hört man hier den Pinöpel raus. Und macht den neuen Pinöpel. Natürlich die falsche Seite. Hier wieder rein. Total simpel. Ist drin. Ist drin. Hammer. Da mache ich noch ein bisschen Fett drauf, weil mein eigenes Hobby ist, einfach nur so hier ein bisschen Fett drauf zu machen. Klatsch. Warum so viel? Ja, hatte ich gerade. Weil ich's kann. Oder so. Fragt die Jugend, die weiß warum. Ja, bitte? Willensberatung, ich wollte zur Königin aller Klassen und zwar zur Infanterie. Dann schreiben Sie sich mal ein nach vorne. Oh, sehr schön, sehr schön. Ja, Lebenszeitverpflichtung, denn die Lebenszeit ist sehr kurz. Ja, richtig. Bei der Infanterie. Ja. Vulva. Ja, eine Vulva haben wir nicht im Angebot, weil wir sind ja hier nicht bei Wünsch dir was. Und Mobilmachungsbefehl ist. Ja, ist schon längst raus. Ist schon raus. Na, also. Du darfst sofort an die Heimatfront. Ich möchte mich verpassen. Na nee, bist du live dabei, unterzeichnen und schon wirst du in der Hölle schmoren, hatte ich gerade das Thema. Weiß ja. Kabelkanal, naja klar, Kabelkanal, logisch, Kabelkanal. Was kommt, läuft halt im Kabel. Hat man das nicht früher... Hat man das nicht früher so gesagt? Ich muss ja gar nicht so rumjammern. Alle wollen ein paar Euro, damit sie sich was zu essen kaufen können. Und Dennis bringt mir als Einziger was zu essen mit. Das ist doch voll nett. Zwar instant, aber. Im Stand, aber ein Remake aus den 90ern. Asia Nudelsnacks von Maggi. Mhm. Danke, danke. Aber gut schon. Kannst du das Tanzstück dahinter? Hast du denn? Also wenn du den gehen, musst du es ausbrechen aus einer alten Kassette, war, oder? Die Zahnkranz. Aber der Kind ist ja nicht schon drei. Ja, oder du nimmst den ersten weg. Zwei. Ah. Na, lass nochmal auf. Nee, nee, nee. Das ist ein Schraubkranz. Ne? Aber vielleicht ist hier einfach die USB-Karte. Ja, das ist doch egal. Das ist egal. Das ist egal. Wichtig ist eigentlich, dass das hier drin irgendwie hält. Achso, also noch ein Gummi anbauen, damit es nicht so runterhängt, ja? Schon ein verficktes Stream, Alter! Das muss nach oben? Nee, echt? Ja. Nein. Ja. Guck mal schnell in die Beschreibung. Die liegt da in dem Karton drin. Das ist ja Originalkarton. Ob das wirklich so ist, würde ich jetzt, wie ich jetzt vermute, weil dann kriegt die Krise. Alter, das muss hier noch andersrum. Diese verfickte Kabel hatten. Also das ist hier, Luna Nova. Mal neu, wozu der Sonntag denn? Vergiss es. Nee, wirklich? Keine Livestreams mehr.
vorbei, Ende, aus. Das macht keinen Sinn. Das ist totaler Schwachsinn. Also ist es jetzt wirklich so? Ja, ja, das verkehrt drum dran. Aber das war, oben steht nicht drauf. Da steht TV. Auf der verfickten Buchse steht TV. Ich rufe mal den Vater an und frage, ob das wirklich so ist. Ich krieg die Krise, Alter. Guckst du nicht auf diese verfickte Buchse rauf, auf da TV steht oder nicht? Ey, und vielleicht testen wir das mal andersrum. Nein, alles gut. Zu Thomas, ich sage dir, Thomas, dass das zu 99%, wenn wir das neu verlegt haben, funktioniert. Hm. Doch. Naja. Doch. Du sei noch nicht so pessimistisch. Was soll ich noch optimistisch sein, Alter? Ein Jahr krepel ich hier rum ohne einen Stream. Nichts funktioniert richtig. Der Computer stürzt ab. Die anderen Computer gehen alle kaputt. Kannst du alles vergessen? Computertechnik ist doch für den Arsch. Ist doch völlig überholt. Was brauchen wir jetzt? Wie heißt das andere hier? Was kriegt jetzt neuerdings? Künstliche Intelligenz. Zelluloid. KI. Ohne Computer. Nicht Computer, CI, sondern KI. Da steht hier komplett so ein, hier so, eine, so ein Kopf rum, den steckst du dann so einen Bananenstecker ins Ohr. Und ja, das ist die, so ein SUSE 50 oder so. Halt. So ein Data aus Alien. Mhm. Ich hole nicht drei Wiese, etwas mit Rinde. Was trinken wir? Aber dann ist doch jetzt ein Lecker, das ist da. Dann bin ich da. Ich auch. Ja, du sowieso, Wolle. Du bist ja hier in der Institution. Ich weiß noch früher, was wir gemacht haben. Ja, ich wohne ja schon, wie gesagt, über 60 Jahre in das Haus da. So. Da habe ich immer aktuelle Zahlen. Und als Kinder, 8, 9 Jahre, haben wir ja auch viel Scheiße gebaut. Und durch die Straße, wo wir waren, und nachher haben wir gesagt, wisst ihr was, die Kumpel sind hier mal Klavier spielen. Ja. Kennst du den Klavier spielen? Hey, ich weiß, was ein Klavier ist. Ja, das ist ja logisch. Aber du meinst Klingelstreich machen. Genau, ja. Klavier ist klack. So, klack, immer bis ich musste lachen, bis einer, alles eher mit und hat den gefragt, wer ist denn da, haben wir den gelacht? Wolfgang, nicht über ihm. Ich kann ihn mehr. Und hat er, haben wir denn gelacht, hier ist der Briefträger. Ja, und? Und hallo, wie immer. Hat wieder, ja, der Klingel ist echt. Hat die da aufgemacht und hat gesagt, wo ist denn der? Dann hat der die nächste, dann hat der Kumpel, hier hat er mal geklingelt, hat der Kumpel geklingelt woanders, die hat dann, wir haben nicht mal Tag geklingelt, wir haben oben geklingelt, ja, drei oder vier Treppen. Ja, klar, hat der komm raus. Ja, richtig, ja. Ja, seid ihr schon clever. Ja, auskommen, wa? Da haben wir drei Bier, bis zum ersten Stock haben wir da probiert, da haben wir da aufgegeben. Dann haben alle da später Mittag, die wir aus der Schule gekommen sind, haben wir nachher geklingelt, da haben wir irgendwo geklingelt, haben dann gesagt, hallo, wer ist denn da? Da hat der dann gedacht, der kommt, hier ist der Scholz, wenn sie. Ja, na, jetzt Nachmittag. Und vier. Is this bike for sale? Ja, which one? The truck one, next to the ranger. Herr Wolfgang, war das ein Interruptus jetzt gerade, wa? Da hat jeder gesagt zu den Kumpel, oder mein Kumpel, der sagte, na jetzt, oder zu Schulkameraden, na jetzt, so spät kommt da kein Schulchen für ihr mehr. Dann hat er gedacht, doch, der kommt aber gleich. Oh Gott, nee. Ach, Wolfgang, ihr habt schon Dinger gemacht da. Oh ja. Richtig, Hallo, Kind. Ja, Hallo, Gries. Dann haben wir von der Straße eine Schneeballschlacht gemacht. Das kann ich mal sagen. Ich weiß, die Schneeball, da kommt einer mit Fahrrad vorbei, der kriegt so dicke Lammkopf. Oh, da, oh, ich wusste gar nicht, was los war, da hat mir einer geknallt. Dann, und du warst mich, nicht mal den Schneeball gebrochen hat. Ja, ich hab mich den Schuhmann entschuldigt, ich wollte den nach drüben treffen, oh Alter. Ja, das war ein Plan.
Das war ja noch damals Jugendzeit, 13, 14, 15. Das ist mal früher, da hat es mir mehr Spaß gemacht wie heute. Da sind wir dann in Prinzenbad gegangen. Und da war das. Ja, wie gesagt, und da hat es alles so. War das dann noch schön. Und da war auch mit der ganzen Clique zusammen. Und daraus, dann haben wir den im Wasser geschmissen und den im Wasser geschmissen. Aber hat es richtig Lunte gemacht. Damals hat das für einen Mensch Eintrittskarte für einen Prinzen, was für einen Markt bezahlt. Da hat das schon 4, 5 Euro, 6 Euro. Naja, das ist mal recht, ne? Aber naja. Hallo. Und dann wieder aufgewacht, dann war ich schon hier. Jetzt hast du ihn verpasst. Dennis, Mensch. Jetzt hast du verpasst, wie er gefahren ist. Er ist sofort freihändig. Wie ich dir gesagt habe. Ich kenn dich aber nicht im Hinterrad. Ja, wenn du nicht lobst. Hä? Ja, komm vorbei. Freihändig im Hinterrad. Hallo, Lumen. Anouk meine ich. Hallo, Anouk. Hallo, Anouk. Ja, schon wie mir, ey. Du hast ja auch schon Kinddemenz. Mit dem Draht ist offen, ne? Krass, genau. Das war ja der Schlüssel, war das, ja. Boah, sind die alle unsicher heute. Kann ich das, also ich weiß ja nicht, wie ich in der Welt klarkomme, ohne mein Telefon gerade zu benutzen. Aber ich würde es um 9 Uhr, eventuell, seid ihr noch da? Abholen. Ja, ey, voll schüchterne Scheiße. Die kann keiner kann mehr mit dem anderen vernünftig kommunizieren. Ja, warum nicht denn? Telefon. Meinst du daran? Telefon. Telefon und Livestream. Es gibt noch keine klare Aussage mehr. Nee. Ja, ich weiß nicht. Ja, maybe. Maybe CDB. Stimmt aber, und du hast es genannt, diese Unsicherheit. Ja, lässt sich ja alles ergoogeln. Die Unsicherheit? Ja, lässt sich weggoogeln. Mit Google macht dir Sicherheit, bringt dir Sicherheit, Gewissheit. Ich kann mit gutem Gewissen sagen, so habe ich es bei Google gelesen. Gelernt. Na, gelernt wäre ja schon nächste Stufe. Erstmal nur Elite. Ah, jetzt zeigt die Schnauze voll, nämlich sonst. Ja, ich baue da jetzt nicht alles nochmal an. Nein, und aber, bin dann tot enttäuscht, dass du kannst hier vor Fax machen jetzt. Ja, ich repräsentiere hier meine Tellersammlung. Die schön an der Wand hängt und. Fettle alle drunter hier. Klodeckel und. So, jetzt könnt ihr hier mal ein bisschen Faxen machen. Faxen. Mit der Faxenclown. Hallo, jetzt. Ich bin der Quotentürke, Engin Newsketch. Ja, du warte, ich war noch nicht drauf. Ich komme aus Spandau. Nee, warte mal, 3 Minuten musst du noch warten. 3 Minuten musst du noch warten. Mensch, Dennis, freut mich, dich zu sehen. Ja. Tschüss. Sieht gut aus. Das ist, was macht die Hand? Na, die ist nicht unbedingt besser. Scheiße. Zum Sport machen reicht, zum Arbeiten ist schlecht. Hast du die Beweglichkeit nicht? Nee, ich kann den Handball nicht benutzen. Also ja, die Finger kann ich benutzen, das kann ich gar nicht. Ja, du kannst mal greifen, aber nicht so wirklich. Das kann ich nicht benutzen hier. Diese Feingefühle. Bis hier, ja, so, selbst Scheiße. Noch. Ah, Mann, Mist. So, was willst du jetzt machen? Na, ich muss hier warten, eine Präsentation, ob, dann, oder was? Ob Signal oben ankommt. Nee, wir haben jetzt eine Kamerakabel verlegt. Ah, das ist doch für einen Livestream hier quasi der Fahrradsalon, der Kanal. Wo das Signal, was hier reingeht, da durchgeht und dann da oben ankommt, permanent live streamt. Sendet, überträgt. Stream heißt das Übertragen. Hallo, ich komme aus Spandau. Ich bin der Quotentürke. Engin Newsketch. Yeah! Genau, deswegen heißt, da kann man das Kabel einfach abziehen. Ja, warte mal, hier, ich habe ja extra eine Taschenlampe geholt. Genau, das wollte ich gerne machen. Hier, lass mal hinkicken. Alle zugesetzt. Guck mal, hier der letzte, der sieht komisch aus, oder? Ja, das tut. Ach, ich weiß nicht. Müssen wir gleich nochmal durchziehen und dann. Nochmal hoch zu dir. Ja, jetzt hörst du auf. Kann jetzt nicht mehr. Ich will jetzt hier darüber keine Scherze mehr machen. Nein, das ist ja auch. Du musst ja endlich mal ein Ende haben. Schön. Ja, nimm mit. Also, ich könnte mal da mal einbauen. Nee, das ist doch. Alles hat ein Ende, nur das HDMI-Kabel hat zwei.
Vielleicht läuft die ganze Zeit der Ton nicht an der Kamera. Weiß ich auch nicht. Vielleicht ist es eine andere Kamera. Ich brauche eine andere Kamera. Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich beim Hin- und Herschieben von dem Computer, weil ich jetzt wütend war, alle Kabel hinten rausgerissen. Ich weiß es ja nicht. Boah, ich krieg die Krise, ey. Kabel reicht nicht. Mit dem zweiten Kabel ranknüppeln geht überhaupt nicht. Da ist alles verloren an Qualität. Der Adapter funktioniert gar nicht. Ist ja noch nie mal freiräumt worden. Na klar! Na klar! Klar, pass an, Kabel ruhig! So, wir haben es jetzt wie spät? 20.15 Uhr. 20.15 Uhr und ich konnektiere. Jetzt, ich bin hier direkt durch die Wand, hier wie man sieht, hier sieht man noch so ein bisschen so, da bin ich direkt durch. Einfach mal ein Loch. Aber genau in der Fuge, also das ist genau in der Fuge. Ich habe konnektiert. Ich bin sehr gespannt. Ich gehe jetzt nach oben und gucke, wie es ist. Total viel Spinnenweben hier dran, inklusive einer verhungerten, zerlegten Spinne. So, scheiß drauf. So, hier ist an. Was auch immer. Oh, ist das ein Mist, ey. Die Krise, Alter. Ich kann schon brechen. Ich muss ein Loch machen. Alles funktioniert besser als so ein verficktes Stream. Fucking scheiß Drecks fucking Streaming Kack. Das funktioniert nicht. Warte mal, ich schalte die Kamera nochmal ein. Ja, da kommt er nicht an. Das kann doch nicht sein. Unten in der einen Ecke funktioniert es, in der anderen nicht oder was? Was soll denn das? Da ist jetzt nichts passiert in der Zwischenzeit. Ich kann es nicht verstehen. Ist doch fuck Scheiße. Ist doch Dreck, Rotze. Ja. Rülpst drauf. Ja, was hast du denn dazu? So laut sein, aber nicht aggressiv. Was da hört? Scheiß, hab ich das. Laut darfst du werden, aber nicht aggressiv. Du Lümmel. Ist doch Kacke, ey. Siehst du mich? Nö. Jetzt eine Sch**ende Kamera oder was? Ja, so ähnlich. Ein am Kopf oder was? Und? Ja, nicht. Warum nicht? Was ist das für ein Dreck? Ich schwöre, das Kabel ist im Arsch. Ich schwöre dir, das scheiß Kabel ist im Arsch. Da kommt doch nichts mehr. Ja, was soll ich machen jetzt? Vergiss es. Es läuft nicht. Es funktioniert nicht. Ich schmeiß das alles im Müll. Den ganzen Dreck. Ach, das kann doch nicht sein, ey. Vorne hat es funktioniert im Nachbarraum. Da nicht. Warum nicht? Papi, halt hier nicht rum. Ja, ich schrei hier nicht rum. Hast du recht. Hast du gehört? Ja, lass dir das mal von deiner Tochter sagen. Ja. Papa. Recht hat sie. Ja. Lass den Schlipper von Mutti da. So, also Feierabend funktioniert nicht. Gibt kein Stream mehr. Das ist jetzt mal die Ansage für heute. Kein Stream mehr auf diesem Kanal. Geht mal so am Sack, Alter. Den ganzen Tag. Vergeudet. Pisse. Das ist so scheißegal. Alle kauft man und dann boom, weg, kaputt. Scheißegal, funktioniert nicht. Muss man so probieren. Auch nochmal Geld ausgeben. Nein, muss man so probieren. Es funktioniert nicht. Soll nicht sein. Ich mach das nicht mehr, Alter.
Ich hab den ganzen Tag versaut damit. Gute Nacht, Leute. Wir sehen uns. Morgen. Und ich arbeite ja morgen ganz normal. Ich mach nicht mehr mit dem Stream. Ich mach das nicht. Das ist totaler Schwachsinn. Ich mach das nicht. Ich hab keinen Bock mehr. Da muss jemand kommen, der sich mit sowas auskennt. Der soll mir sein Kabel meinetwegen langlegen. Und dann ist das gut, wenn ich mir das leisten kann. Im Moment kann ich es mir nicht leisten. Jetzt. Ich kann mir nicht leisten, jetzt noch ein Kabel zu kaufen. Geht nicht. Funktioniert nicht. Ist halt so. Kann ich noch einen Tag Arbeit wegschmeißen? Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Und sonntags will ich nicht wegschmeißen. Ganz einfach. Hab ich auch keinen Bock drauf. Also, mach ich nicht mehr. Das funktioniert gerade nicht hier alle. Das Kabel ist wahrscheinlich jetzt kaputt gegangen, weil wir da 3-4 Mal hin und her gezogen haben. Oder was? Ich weiß es nicht. Ich kann es ja auch nicht testen. Ich kann es nicht durchmessen. Nichts. Ja, nichts kann ich machen. Einen Scheiß kann ich machen. So. Bin auch zu blöd einfach für sowas. Ich kann sowas einfach nicht. Ja. Ja, ist egal. Müll, Asche. Ich mache meine Videos jetzt normal und dann ist gut. Bis dann. Gute Nacht. Bis morgen. Ciao.